Ich arbeite zusammen mit der Firma IPOPLAN. Die Firma stellt unter anderem eine Software her, mit der man Laufwege in Fabriken oder eben Logistikzentren optimieren kann. Und mit dieser Software habe ich hier im Rathaus in Leonberg eine Installation quasi hergestellt. Die Herausforderung bei der Zusammenarbeit war für mich zum einen so, wie gehe ich da heran als Künstler mit meinen Interessen und meinen Gedanken und wie geht damit die Firma um und wie gehe ich mit der Firma um, das eine. Das andere war, IPOLOG ist eine relativ komplexe Software, mit der ich da gearbeitet habe. Das war schon auf jeden Fall eine Herausforderung. Also in der Software IPOLOG ist es so, dass eben unter anderem Laufwege optimiert werden. Und in der Software wird das so dargestellt, es gibt auf dem Boden eine grüne Linie, das ist der Laufweg, den möchte man natürlich besonders kurz halten. Dazu gibt es in so einer 3D-Darstellung weiße abstrahierte Personen, das sind die sogenannten Werker. Und diese beiden Sachen hatten mich sehr, ja, fand ich ziemlich interessant, diese Darstellung, und hatte mich entschieden, das quasi aus der Software heraus hier in das Rathaus zu übersetzen. Womit ich dann gearbeitet habe, unter anderem ist eben diese weiße Figur, die in der Software da relativ anonym ist. Und ich hatte mir so ein bisschen überlegt, wer ist das? Welche Verbindung habe ich eigentlich zu dieser weißen Figur? Welche Verbindung haben wir alle zu diesen weißen Figuren? Und die Figur gibt es hier in unterschiedlichsten Situationen. Also die grüne Linie ist quasi direkt aus der Software übernommen, hier auf dem Boden angebracht. Ich habe in der Software IPOLOG das Rathaus nachgebaut und habe eine Arbeitssituation hergestellt, wo sich gewisse Laufwege ergeben. Diese Laufwege sehen wir hier. Der Roboter besteht im Wesentlichen natürlich aus seinen zwei Motoren, mit denen er navigieren kann, und eine Einheit, in dem Fall eine Kamera, die erkennt, wo diese grüne Linie auf dem Boden ist. Unten schaut die Kamera diese Linie an und entscheidet dann, in welche Richtung geht die Linie. Hört sich erstmal irgendwie einfach an. Knifflig wird es dann natürlich, wenn man irgendwie scharfe Kurven hat. Da muss das Ding dann natürlich entscheiden, was tue ich jetzt mit so einer scharfen Kurve oder was tue ich mit einer Kreuzung. Zum einen ist es mal eine Ehre, gefragt zu werden von der Stadt Leonberg, die Chance zu bekommen, bei so einem spannenden Projekt überhaupt mitzuwirken. Und für uns ist es natürlich interessant, was macht so ein Künstler, der natürlich irgendwie einen Bezug zur Produktionskunst hat, aber eben vor allem ein Künstler ist, was macht der aus dem Produkt?